Jochen Wolf, Nussimporteur aus Stuttgart. Elisabeth Rück, Biogutachterin aus Konstanz. Und Dashniam, Zedernusslieferant aus der Mongolei. Gemeinsam suchen sie in der unberührten mongolischen Wildnis nach einem ganz besonderen Baum. Pinus sibirica, die sibirische Zirbelkiefer und ihren Früchten, den wertvollsten Pinienkernen der Welt. Die Reise beginnt in Ulaanbaatar, Hauptstadt der Mongolei. In zwei geländegängigen Autos samt Fahrern geht es in die Taiga. Elisabeth und Jochen wollen die Sammler kennenlernen. Ich schließe sich im Kreis. Ich war vor einem Jahr in der Mongolei mit einem mongolischen Freund und wir haben überlegt, was wir zwischen Deutschland und der Mongolei bewegen können und haben diese Zedernuss entdeckt. Und damals kam die Idee, dass wir diese Zedernuss hier ernten in einem Projekt, dass wir die sammeln und dann nach Deutschland bringen. Doch Deutschland ist weit und die Zedernüsse sind es auch. 300 Kilometer geht es nach Norden bis kurz vor die sibirische Grenze. Dort, wo eine ausgewaschene Dreckrinne als passable Straße gilt, man für 30 Kilometer 2 Stunden braucht und sowieso mehr Pferde als Autos unterwegs sind. Und schnell wird klar, warum das so ist. Mit einem PS würden sie hier lässig durchreiten. Stattdessen stecken die knapp 200 Pferdestärken des Geländewagens hilflos im Schlamm fest. Yeah, it's normal. Das gehört dazu, das ist normal. Vor allem im Herbst und Winter, wenn es regnet und schneit, dann haben wir oft solche Probleme. Glück für die Truppe, das zweite Auto. Ohne das säßen sie hier fest, auf unbestimmte Zeit. Handyempfang gibt es nicht, die nächste Ansiedlung ist 40 Kilometer weg. Nicht umsonst gilt die Mongolei als das dünnst besiedelste Land der Welt. 1,7 Menschen teilen sich einen Quadratkilometer. Ankunft am Lager. Die Erntezeit von Oktober bis Februar verbringen die Sammler im Wald. Mit dem kargen Leben kommen sie zurecht. Hauptsache, die Ernte ist gut. Doch bisher konnten die Männer hier wenig sammeln. Trotzdem führt Dashniam die Deutschen in den Wald. Jochen muss wissen, welche Kerne er zu Hause verkaufen wird. Elisabeth will die ökologischen Standards der Ernte prüfen. Die Methode ist einfach und seit Generationen bewährt. Mit einem gigantischen Hammer schlagen die Sammler auf die Kiefer ein. Normalerweise geht jetzt ein Zapfenregen nieder, doch stattdessen ein einsames Exemplar und das ist noch nicht einmal brauchbar. Deutsch-mongolische Enttäuschung. Das ist nicht gut.